Im Bundestag, im Landtag und auch hier vor Ort ist der Frauenanteil in der Politik viel zu gering. Wir Grüne nehmen das Problem ernst und geben die Hälfte der Macht den Frauen. Auch hier von Heiligenhaus bis Monheim und von Erkrath bis Wülfrath. Ich mache Politik, weil mir eine nachhaltige Mobilität wichtig ist. Ich mache grüne Kommunalpolitik, weil mir die Natur in Monheim am Rhein am Herzen liegt. Ich mache grüne Kommunalpolitik, weil ich in Erkrath Verantwortung übernehmen will. Ich mache grüne Kommunalpolitik, weil ich mich aktiv beteiligen möchte an einer notwendigen Umgestaltung. Ich engagiere mich für grüne Kommunalpolitik, weil ich mich für gute Bildung stark mache. Ich mache grüne Kommunalpolitik, weil die Freiflächen in Ratingen erhalten bleiben sollen. Ich mache grüne Kommunalpolitik, weil ich Fellwart nachhaltig, klimafreundlich, eben zukunftssicher aufstellen will. Ich mache grüne Kommunalpolitik, weil ich mich für den Zusammenhalt aller Menschen einsetze. Ich mache grüne Kommunalpolitik, weil eine gute Entwicklung Monheims zukünftig auch grün und umsichtig sein muss. Grüne Kommunalpolitik, weil mir die Natur in Fellwart am Herzen liegt und Naturschutz auch Menschenschutz ist. Ich mache grüne Kommunalpolitik, weil mir Arbeiterinnen und Akademikerinnen gleichsam am Herzen liegen. Ich setze mich in Hilden für soziale Gerechtigkeit ein. Ich mache Kommunalpolitik in Ratingen, weil mir die Natur am Herzen liegt. Grüne Kommunalpolitik, weil ich mich für die soziale Gerechtigkeit in Langenfeld einsetzen werde. Ich mache grüne Kommunalpolitik, weil ich queeren jungen Menschen eine Stimme geben möchte und Langenfeld sich sozial und klimapolitisch verbessern muss. Zukunft entscheidet sich mit mir. 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 Zukunft entscheidet sich mit mir.